Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Startup Company hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben hier einen Auftrag mit einer hohen Dringlichkeit. Das heißt, wir können wieder unsere 530 Dollar pro Stunde vielleicht durchsetzen. Gehen wir durch. Haben wieder 96.000 verdient. Wir machen im Hintergrund mal die Zeit an, damit das wieder weiterläuft. So, die Managerin hat sich krank gemeldet. Das finde ich jetzt weniger schön, aber pff, ist halt so. Ihr macht hier noch fleißig diese Hardware-Zeugs. Also bei dem Hardware-Zeugs, da geht's. Ja, da haben wir jetzt genug von. Den kleinen virtuellen Server braucht man nicht mal hier. Aber da gibt es ihn doch schon, ne? 100 zu 120 bei 1500. Hier gibt es durchaus einen finanziellen Anreiz, das zu machen, ne? Dass wir die Netzwerkkomponenten mit haben. Aber gut. Das ist ja das Nächste. Wir müssen dann auch noch die ganzen Rechner dafür hergestellt bekommen, damit wir denn überhaupt nochmal hohe Dringlichkeiten, oder? Dann her damit. Den Auftrag, sehr schön. Gut, Zeitmaschine starten, sind wir schon über 600.000, jetzt sind wir bei 800.000, können wir doch schon wieder mal eine halbe Million oder so in unseren Mitbewerber schicken. Hier sind wir gerade am investieren. Einen aufstrebenden Konkurrenten. Einfach mal ein paar Aktien da reinkaufen. Habe ich jetzt auch viel zu wenig eigentlich. Kann ich gleich nochmal für 200.000 reinkaufen hier so. Okay. Bestätigen, haben wir noch über 100.000, das reicht ja hin, falls wir jetzt hier Marketing machen können. Können wir? Können wir sogar. So, unsere Marketinggruppe oder die Vergrößerung der Marketinggruppe macht sich vielleicht sogar schon bemerkbar. Immer noch oben gucken, ob wir da wieder was zum Schulen anschmeißen können. Geringe Dringlichkeit. Nö, das wollen wir jetzt gerade nicht. Die sind hier auch alle am Arbeiten. Da müssen wir jetzt mal durchgucken hier. Durchtrainiert. Austrainiert. Auch austrainiert. Sehr schön. Training. Auch austrainiert. Haben wir die ja schon alle fertig? Ah, guck mal hier. Fortbilden. Wir beginnen mit Training. Ich doch, irgendwo ist hier doch ein Haken dran. Beginne mit Training. Copyright, Training, Fortbilden. Ja, beginne mit Training. Bildformat, Training, Fortbilden. Beginne mit Training. So, wie sieht das hier aus? Fortbilden, bestätigen. Training. Ja, jetzt werden so langsam dann auch teuer, die Leute. So, austrainiert und hier Fortbilden, Training. Fortbilden. So, und du bist noch im Training. Okay, so, warten auf Antwort. Hohe Dringlichkeit, nochmal knapp 100.000. Haben wir nicht gekriegt. Schade. Haben wir nicht gekriegt den Auftrag, Zeitmaschine starten. Aber wir haben hier auf jeden Fall jetzt fast unsere 23 Millionen User. Also die 25 Millionen könnten wir durchaus heute erreichen. Das ist zumindest ein Ziel, was wir verfolgen können. Gut, jetzt haben wir hier natürlich jede Menge Leute ins Training geschickt. Da sind wir bloß 5 Mann am Arbeiten, aber immerhin nur 5. Die jetzt so für uns Bildformate machen und Copyright und ähnliches. Wie sieht denn das aus überhaupt denn hier beim Marketing? Ja, gut. Brauchen wir ja bloß noch genau im Copyright-Teil und dann können wir hier schon wieder einen ganzen Tag reinhalten und das ist sehr gut. So. Ja, entweder, also das, die nächste begrenzende, glaube ich, wird entweder das Geld sein oder wirklich, dass wir dann hier nicht mehr ausbilden können. Müssen wir mal gucken, ob wir nicht mal ein paar, ein paar Features, pushen, wo wir jetzt schon lange nichts mehr gepusht haben. Hier zum Beispiel. Da geht was. Geht richtig was. Und dann können wir hier natürlich wieder 5-mal hart draufdrücken. Gut. Schafft natürlich auch wieder Platz. Jetzt sind wir kurz zu 40 Millionen. So, jetzt müssen wir die 40 Millionen überschritten haben. Jetzt kommen wir bis 40 Millionen erstmal so. Da haben wir erstmal Platz, hohe Dringlichkeit. Natürlich nehmen wir den Auftrag an und verkaufen das alles und closen und hier ist fertig. So, Zeitmaschine können wir auch starten. Und dann geht's weiter. Eine Fliege da drin. Ja, kommt. Aber, na gut. Sollte vielleicht das Fliegen jetzt wieder im Fenster machen. Naja, auch noch nicht. Wollte ich eigentlich. So, können wir nicht eigentlich vom Monat hin. Noch eine Forscherin brauchen wir eigentlich nicht. Also, na gut, wenn wir eine neue Page machen, dann brauchen wir natürlich jede Menge Forschungspunkte, damit wir dann gleich die auch mit Features vollpumpen können. Ne? Und dort
ein bisschen was schaffen. Naja, egal. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. So, du hast deinen Auftrag hier, geringe Dringlichkeit. Das können wir direkt ablehnen. Und dann gehen wir mal hier oben hoch. Wie sieht's aus hier mit dem Training? Danke, mal nicht gut. Kannst du wieder, kannst du mal fortbilden und beginne mit Training. Und dann kann ich dir, glaube ich, hier noch einen Mitarbeiter zuweisen. Nee, du hast schon alle vier von den. Genau, hast du schon. Okay. Gut. Und noch einer im Training ist und die anderen noch schon alle fleißig haben. Hohe Dringlichkeit. Das probieren wir, ob wir es kriegen. Kriegen wir. Sehr gut. Es gibt nichts Besseres, als mehr Geld zu haben als vorher. Also, Geld ist nicht alles im Leben, aber wenn man mehr davon hat, ist es auch nicht schlecht. Kann noch ein bisschen trainieren. Kannst auch noch ein bisschen trainieren. So. Momentan haben wir eigentlich ausgesorgt dafür. Und hier, dich kann ich fortbilden. Das ist doch schön. Beginne mit Training und dann kann ich dir hier noch ein Team hinzuweisen, nämlich Dora Warren. Und dann kriegen wir hier vielleicht noch ein paar Stimmungspunkte rein in die Leute. So, hier sind die Investoren jetzt gerade alle weg. Also das heißt, beim Marketing passiert nichts mehr. Wieder 7 Tage um. Wie die Zeit doch vergeht. Gut, hier kommen wir jetzt gerade nicht dran. Weil wir hier doch ein bisschen viele Leute im Training haben. Naja, gut. Aber wenn die alle wieder rauskommen, dann geht das ja umso schneller. Also Ziel ist es, dass ich alle 3 Marketingkampagnen eigentlich dauerhaft am Laufen habe, damit ich dann wirklich dauerhaft noch die Leute dazu kriege. Und hier dann der Zuwachs natürlich dann wesentlich beschleunigter ist. So, wie sieht es denn aus mit Twitch? Twitch fällt weiterhin ab. Bei den Streamingdiensten. Und wir müssen irgendwie auf 800 Millionen kommen. Und das ist echt weit, weit, weit. Und weiter Weg. Gut, dass wir im Streamingdienst gelandet sind, nicht bei dem anderen. Aber vielleicht kann man hier schneller die Leute dazu kriegen. Das weiß ich noch nicht. Base of Nummer 1. Wo ist denn? Focus. Was? Das nächste, was wir überholen, ist Friendbook? Okay. Das ist wirklich das nächste. Nimmt ein Aktienkurs auf. Bin schon steigt gleich ab. Eine Aktie kostet über 200 Dollar. Können wir 2000 kaufen? Das lassen wir dann mal erstmal den Aktienkurs. So, dann gucken wir weiter mal hier bei sozialen Netzwerken. Jitter. Ja, ja, die Aktien sind aber auch teuer hier. Na gut. So, Zeitmaschine starten. Was ist da? Wertungen wurden aktualisiert. Okay, dann können wir ja gleich mal gucken. Wo wir jetzt sind, wir sind jetzt sogar mehr wert als Quitsch. Vorher waren wir ja noch weniger wert als Quitsch, jetzt sind wir sogar mehr wert als Quitsch. Die Frage ist, ob uns einer aufkaufen kann, aber eigentlich hohe Dringlichkeit. Ja, sehr schön, die 100.000 nehme ich doch gerne. Danke. Ja, herzlich willkommen. 100.000 Dollar wieder bei uns in die Kasse gespült. Und wir haben Sonntag. Wir werden jetzt mal hier nochmal ein bisschen Geld nachwerfen. So. Erwerben, bestätigen, fertig. So, haben noch 100.000 über. Heute passiert hier eh nichts mehr, hohe Dringlichkeit, zack. Und dann haben wir den nächsten Auftrag, den wir auch gleich loswerden. Und dann haben wir schon wieder 200.000 auf dem Konto. Gut. Geht doch. Geht doch. So, wir sind auf Level 20. Achso, Level 20 höher geht es ja noch nicht. Ich glaube, da kommt auch noch was dazu. Was sie gesagt haben bei der 16er Version, oder was ich hier in dem Tweet gelesen habe, war, dass dort auch die, Goals, die man hier, die Meilensteine, die man hier erfüllen soll, wesentlich näher an quasi am Early Game angehalten sind, damit man das im Early Game sehr gut nutzen kann, obwohl wir das auch relativ gut nutzen konnten bis jetzt. Hohe Dringlichkeit, das probieren wir mal, kriegen wir, wunderbar, verkauft. So. Und, ja, das ist vielleicht nicht ganz so schwer, dieses jetzt, ich meine, okay, und ohne User auf unsere Seite zu locken, ist natürlich schon. Ist schon, ja, das ist schon sportlich. Aber so ist es halt. So, ich werde auf jeden Fall hier auf Quitsch. What? Okay. Keine Ahnung, wer das ist. Aber wahrscheinlich gibt es ihn wirklich. Und ist einer der Entwickler hier. Line, das heißt er ja, glaube ich, ne? Ja, möglich. Bin jetzt nicht mehr ganz sicher. So. Ja, das ist jetzt so wirklich purer Grind eigentlich, ne? Das ist jetzt wirklich warten, klicken, Geld verdienen, die Leute ausbilden, gucken, dass wir mehr werden, gucken, dass das mehr haben, auch wirkt und hilft. Und dass unsere Mitarbeiter, die wir jetzt haben, alles so bauen, dass wir da auch
uns erweitern können. Hohe Dringlichkeit. Das probieren wir mal zu verkaufen. Haben wir nicht geschafft. Immer schade. Das Prinzip ist eigentlich nicht schlecht. Also theoretisch könnte man wirklich einen Personaler mal für 4 Manager aufheben, weil dann bringt der mal 100% auf den Manager, was dann 25% pro Mitarbeiter nochmal bringt. Mal müssen wir mal gucken, ob wir so viel Personal uns einstellen wollen. Wie viel Platz haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch, aber wir können noch über 100 Leute einstellen. Alles klar. Also da geht noch was. Das ist die Frage, ob wir das nicht vielleicht eine Etage höher schon mal machen wollen, dass wir hier schon nochmal eine Etage aufbauen mit einem Haufen Leuten von von so Kombinierern, damit nämlich gar nicht, wenn das eigentlich aussieht, die einzelnen Module, na so viel sind da gar nicht immer da, ne? Geht eigentlich. Videokomponenten, Umrisskomponenten. Also das Einzige, was wir wirklich in Massen haben, ist dieses hier. Und das, ich denke mal, das ist auch gut, dass wir das in Massen haben, dass wir das auch in Massen vorrätig haben. Wenn wir es nämlich später mal brauchen, und das werden wir brauchen, dann können wir dort gut drauf zurückgreifen und vielleicht eventuell gut, das ist wieder sowas, ne, wie mit den Leuten hier. Eigentlich habe ich immer gesagt, mit den Skins, die einen, die macht da so viel Grafikzeugs. Dann war mit mal richtig Not am Mann. Wo die eine das halt eben nicht mehr geschafft hat. Aber gut. So, wir haben da 600.000, da werden wir erst ein bisschen was investieren hier. So, dann werden wir nochmal 535.000, gehen erstmal rein, bestätigt. Da haben wir schon 4 Millionen liegen, das ist schon okay. Abgelehnt. 4 Mille haben wir da schon. Kann man eigentlich damit anfangen, aber leider kann ich mich damit nicht rauskaufen. Kann ich denn Stück für Stück mich... Das wäre ja schön, wenn ich mich Stück für Stück rauskaufen könnte, wenn ich mir jetzt sagen könnte, okay, ich gebe dir jetzt einfach mal so 10 Millionen schon mal oder so, oder 4 Millionen, und dann Besitzanteile langsam rüberwachsen. Können wir hier mal, ich weiß nicht, ob wir weiter sind. Den haben wir gekriegt, gut. Zeitmaschine starten. Geld machen wir also eigentlich, richtig. Kann man nicht anders behaupten. Hier können wir einen Tag mal wieder Vollgas geben mit der Werbung. Also er macht doch schon wieder Copyrights. Achso, das ist ja einer von den 5, die voll ausgebildet sind. Das stimmt. Du musst ihn mal abgeben hier. Wie heißt er denn hier? Eric Sandoval. Sandoval. Wieder bei der Eric. Mal abgeben. Und dann nimmst du wieder bei der Eric mit dazu. Immo Dringlichkeit. Geld verdient. So. Sehr schön. So, hat sie denn schon 2 Experten? Ist da wirklich schon einer mit Experte? Ja, ne? Ah ja, sie ist fast komplett. Elizabeth ist die nächste, die wir fast auch komplett ausgelernt haben. Sehr schön. Sieht hier mit unserem Personal aus? Der ist auch noch im Training. Zeitmaschine starten. So. Fast 3000 Forschungspunkte. Ich werde das mal in einer ruhigen Minute probieren mit dem Freikaufen, oder warum es... Oh ja, ich finde dann Schluss ist, weil wir damit mal pleite sind oder so. Ich weiß nicht. Ich nicht. Das wäre ein jähes Ende. Können wir ja nicht für gut heißen, so ein jähes Ende. So. Hast Geschwindigkeit, hol den nächsten Auftrag ran. So, bist du voll ausgebildet? Ich glaube nicht, ne? Da kann ich mal auf Fortbilden klicken und nochmal trainieren. Sehr gut. Hinten aus, Training, und du musst, glaube ich, auch nochmal. Nee, du bist noch. Sehr schön. Ja, mach. Gut. Zeitmaschine starten. Wimper. Werde Top 1, sagt er. Werde Top 1. Mal wieder einen Tag Vollgas geben. Können wir nichts machen. Aber die 24 Millionen haben wir geschafft. Na gut, ich wollte die 25 schaffen. Das haben wir nicht hingekriegt. Aber ja, die Steigerung ist schon ganz gut, die wir bis jetzt hinlegen. Wir müssen mal gucken, wenn wir jetzt die hier alle wieder haben, ob das dann wirklich ausreicht, dass die uns quasi alle 3 Möglichkeiten offen halten. Wird natürlich auch sehr teuer. Gut, dann müssen wir halt über das hier noch ein bisschen Geld verdienen, oder beziehungsweise wir nehmen die 4 Millionen erstmal
aus dem Unternehmen, wo wir sie hier reingesteckt haben. Ist nicht weiter schlimm, das kann man ja machen. So. Also wenn wir alles aufgekauft haben, haben wir die 113 Millionen geparkt. Würde, glaube ich, noch nicht reichen, uns selber frei zu kaufen. Ach Gott. Wir sind so gut, wir sind so gut. Wir werden immer mehr. Zeitmaschine starten. So. Mann, 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 der mit 60.000 hat er bei uns angefangen. Mit 60.000. Die hat er mal ursprünglich bei uns reingesteckt. Na gut. Das lohnt sich für ihn auf jeden Fall, für den Investor. So ein Investment möchte ich auch gerne haben. Da würde ich 60.000 sogar als Kredit aufnehmen und jemanden geben und dann sagen, hier, mach mal. Wir sind auf einem guten Weg, aber 25 Millionen User bald zu haben. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann. Tschüss.